Was geht ab, meine Sie-Fighter, Osterio, und willkommen zu Part 3 zu unserem Dragon Ball Heroes World Mission Let's Play. Und zwar, wie gesagt, ich habe nochmal ganz genau nachgeschaut wegen den Raritäten. 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern, 4 Sterne, 1 Stern sind Common, 2 Sterne Rare, 3 Sterne Super Rare, 4 Sterne Ultimate Rare. Aber dann gibt es auch quasi eine Stufe höher als Ultimate Rare. Das sind auch im Prinzip 4 Sterne Charaktere, aber die sind eine Rarität, also die sind seltener als die Ultimate Rares. Und diese heißen eben diese SEC Charaktere, wie den Golden Cooler, den wir gezogen haben. Und das sind quasi die besten oder stärksten Charaktere oder Karten im Spiel. Habe ich nochmal informiert quasi. Jetzt aber sind wir hier bei den Fähigkeiten. Bei dieser Mission erzähle ich dir etwas über die 4 verschiedenen Typen von Fähigkeiten. Deswegen gehen wir mal auf jeden Fall mal rein. Kurzer Cut, Freunde, und zwar musste ich diesen Teil des Tutorials über die Fähigkeiten rausschneiden. Ich habe da nämlich einen Disclaimer bekommen. Ist nicht schlimm, liegt wahrscheinlich daran, dass Bandai selbst diesen Trailer hochgeladen hat, Bandai JP. Jedenfalls ist es, wie gesagt, nicht schlimm, aber ich wollte euch trotzdem darüber informieren, dass ich diese Thematik hier über die 4 Fähigkeiten der Typen in meinem Anfängerguide auch besprochen habe. Heißt, wenn ihr den abchecken mögt, könnt ihr das gerne machen, Freunde. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Machen wir aber jetzt weiter im Kontext. Jetzt, bei diesem Video erzähle ich etwas über CAA, Card Active... Card Auto Active, irgendwie sowas heißt das. Der volle Begriff. Ich nenne es einfach kurz Active Skin. Ja, im echten Spiel, also in der Spielhalle, könnt ihr das aktivieren, wenn ihr quasi eine Bewegung macht mit der Karte. Zum Beispiel den Z macht oder im Kreis bewegt und so fort. Genau, und das gibt es auch noch mit einer Touch. Und das heißt dann TAA. Sorry, ich muss das für mich wiederholen. Okay. Du, das sind die Gegner. Ich lerne Kartenaktionfähigkeiten. Okay, Card Action Abilities. CAA. In diesem Kampf erkläre ich dir die CAAs Kartenaktionfähigkeiten. Active Skills, nenne ich sie kurz, okay? Sind Fähigkeiten, die aktiviert werden, sobald entsprechende Bedingungen erfüllt sind. Zum Beispiel, wenn du nach einer bestimmten Runde ein Angreifer bist, okay? Je nach Fähigkeit kann sich die Aktivierungsrunde jedoch ändern. Schau dir den Effekt auf jeden Fall genau an. Boom! Ja, seht ihr, versuche in diesem Kampf die CAA-Verwandlung zu verwenden. Genau, Kartenaktion nach oben und unten wischen. Erfülle Bedingungen für Spezialeffekte, bewege Karte für Fähigkeiten. Nimm eine Karte mit der Fähigkeit Verwandlung und bewege sie zur ersten Linie des Angriffsbereichs. Ich glaube, Kakarot sollte das haben, genau. Bist du bereit, drücke an, den Kampf zu starten. Bin bereit, ja. Oh, wait, was geht jetzt? Entfesselt die CAA-Verwandlung. Jetzt bin ich gespannt, wie ich das mit der Switch machen muss. Bewege zum Aufladen den linken Stick. Ah! Ah! Hä? Alter, was war das? Ich habe meinen Stick gerade zerstört. Wieso hat das so lange gedauert? Ich dachte, ich muss es ganz auffüllen. Okay. Oh, Goku Blue! Ah, ich muss meinen Stick bewegen, so. Ich bin total ausgerastet. Einfach nach oben und unten bewegt die ganze Zeit. In einem Super Saiyan Blue verwandelt. Pff. Oh mein Gott. Ja, genau so. Neben Verwandlung gibt es noch eine Menge weitere CS. Ja, seht ihr? So ein Set und so ein Sort. Bei jedem Charakter ist es anders. Versuche möglichst viele Fähigkeiten zu finden, um dir einen Vorteil im Kampf zu verschaffen. Ich hätte es cooler gefunden, wenn wir einfach die Bewegungssteuerung genutzt hätten. Wenn ich einfach so nach oben und unten machen müsste. Oder wenn du damit ein Set machen musst oder so, weißt du? Wieso haben wir das nicht benutzt? Naja. Oh, im Handheld-Modus? Ob man da Touchscreen benutzt? Weiß ich nicht. Weiß nicht. Könnte mich gerne wissen lassen, wenn das jemand weiß. Ich zock's nämlich nicht auf dem Handheld-Modus. Oh, Alter, wie geil. Ja, wegen den ganzen Begriffen TP und so. Auf Englisch habe ich da was anderes im Kopf. Logischerweise HP, Hitpoints, auf Deutsch sind es Trefferpunkte. Dieses KRA, weiß gerade nicht mehr, was es auf Deutsch heißt. KRA. Einfach vergessen, vorhin sicherlich in den letzten Parts oder so kam das sicherlich vor. Aber ja, da. Wir lernen da einfach gemeinsam. Wir lernen das gemeinsam. Das ist auch ein One-Shot von Kakarot. Was? Wie geil das war. Jetzt kommt das mit dem Touch, jetzt kommt das mit dem Touch. Und wie gesagt, früher, diese Automaten hatten nur diese CAAs und die wurden geupdatet dann zu TAA, Touch eben. Bei dieser Mission erzähle ich etwas über TAA, okay. Touch Action Ability. Ey, oh mein Gott. Vielleicht freue ich mich auch ein bisschen zu früh, oder, aber es bockt sich gerade, um ehrlich zu sagen. Falls ihr es euch gehört habt, wie gesagt, Freunde, könnt mich auch gerne wissen lassen, was ihr von dem Spiel haltet. Aber es bockt sich. Ich bin echt gespannt, was für eine Tiefe das nehmen kann. Es hat auch ein Online-System und sowas. Also man kann auch gegen andere kämpfen und so und so fort. Berührungsaktion der Fähigkeiten. Und das Gestörte ist, man kann selber eigene Karten kreieren und sowas. Richtig geil. Jetzt erzähle ich dir etwas über das TAA, Berührungsaktionsfähigkeit. Touch-Skill nenne ich es einfach mal. Touch-Active-Skill. So, Berührungsfähigkeit. TAAs sind Fähigkeiten, die du aktivierst, indem du den Bildschirm berührst oder spezielle Wischbewegungen ausführst. Okay.
Erfülle Bedingungen für Spezialeffekte, befolge die Fähigkeitsanweisungen. Versuche in diesem Kampf die TA Superenergie zu verwenden. Nimm eine Karte mit der Fähigkeit Superenergie und bewege sie zur ersten Linie des Angriffsbereichs. Im D-Fall also Super Saiyan 3, wer ist das? Vegito, drücke auch, um den Kampf zu starten. Jetzt bin ich gespannt, was ich da machen muss. Batz, 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 bam! Oh my yeah! Einfach verloren. Oh. Entfessel die TA Superenergie. Wähle die Karte aus, für die du die Fähigkeit einsetzen möchtest und bewege dann die Energiekugel. Wiederhole die Aktion so oft wie möglich. Ah, Müll. Und lade deine Ki auf, mach daraus eine Ki-Explosion und triff dann den Gegner. Okay, ich will's auf, ja. Knopf berühren, um Karte zu hören. Ich hab jetzt Angst, was ich machen muss mit dem Controller. Hä? Oh, was ist das? Was ist das? Ich hab's mit dem Stick gemacht. Ja, das finde ich schade. Wische über den Bildschirm und oder benutze den linken Stick, um den Gegner zu treffen. Ja, okay, im Handheld-Modus geht das sicherlich mit dem Touch. Also das muss mit dem Touch gehen. Wenn nicht, hat sich Nintendo selbst ins Bein geschossen. Mit dem Controller ist mit dem Stick, okay, du bist ein Naturtalent. Ja, Naturtalent mit dem Stick ist ein bisschen was anderes. Neben Super-Ninja gibt es noch eine Menge weitere TAAs. Versuche möglichst viele TAAs zu... Alter, geil, guck mal, im Handheld-Modus dann mit dem Touchscreen das zu machen. Geil. Das sind so Kleinigkeiten, die freuen mich immer. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Naja. Mission abgeschlossen. Ja, yeah, Krillin freut sich da aber mächtig. Gegenstand erhalten. Okay. Bei dieser letzten Mission erzähle ich dir etwas über ultimative Einheiten. Jetzt, die ultimativen Einheiten, das ist das, was ich gemeint habe mit, wenn ein... Das haben nicht alle Charaktere. Manche Charaktere haben ultimative Einheiten. Diese können sich aktivieren, wenn andere Charaktere im Team sind. Es ist quasi eine Combo aus verschiedenen Charakteren. Also es gibt gewisse Bedingungen. Zum Beispiel. Werden wir gleich sehen. Oh, was geht jetzt? Oh. Lerne Einheitenfähigkeiten zu aktivieren. Ich glaube auf der Karte heißt UEE, glaube ich. Also auf Englisch. Bei diesem Kampf erkläre ich die ultimativen Einheiten. Ultimative Einheiten verwenden Heldenenergie, um eine Vielzahl von Effekten zu entfesseln. Sammle Heldenenergie, um eine bestimmte Karte im Deck zu nutzen. Anführer und dann eben, ihr seht das an der Karte bei Gohan, bei dem Gohan, wenn neben ihm noch Goku am Start ist und Goten, dann aktiviert es eben diese ultimative Einheit. Wenn alle Mitglieder einer Einheit zu Beginn der Runde zusammen sind und du die erforderliche Menge an Heldenenergie hast, werden diese Fähigkeiten automatisch aktiviert. Versuche zu Beginn die grenzüberschreitende Einheit zu benutzen, ihren Effekt kannst du einsetzen, nachdem du 3 Heldenenergie gesammelt hast. Sammle zuerst 3 Heldenenergiepunkte und beginne dich dann in die nächste Runde. Mach mal. Weißt du noch, wie man Heldenenergie sammelt? Ja. Jedes Mal, wenn deine Kraftstufe um 3000 steigt, erhältst du einen Heldenpunkt. Bewege jetzt deine Karten in den Angriffsbereich und erhöhe deine Kraftstufe für 3 Helden. Ich brauche also in dem Fall 9000. Ah, perfekt. Jetzt hast du die Heldenenergie, die du brauchst, starte den Angriff. Aber wollte ich nicht mit Gohan angreifen? Ah, oder müssen die gar nicht, auf dem Schlachtfeld sein. Schlachtfeld. Okay. Ey, ist so geil. Bam, komm ran, Junge Gohan. Brr. Bam, Junge, raus mit dir. Eigentlich rum. Oh. Okay. Jetzt. Du hast eine ultimative Einheitenchance. Schnell, versammle alle Mitglieder der Einheit. Blinkende Karten in Markierung bewegen. Anführer in Markierung bewegen. Wo ist der Anführer? Hä? Ah, Anführer, ja, links. Hier in Ring. Verfügbare Einheiten, genau. Grenzüberschreitende Einheit. Verbindung Superangriff ausführen. Ah, genau, jetzt muss ich. Genau, er braucht eben Zeno Goku. Einfach umgedreht, okay. Und ihn braucht er richtig. Zum Aktivieren drücken, nice. Der Einsatz ultimative Einheit kostet Heldenenergie. Ja, jetzt wird der Effekt deiner ultimative Einheit aktiviert. Okay, die Sache ist nämlich. Alle Teams können ihre. Oh, okay, jetzt können alle ihre Essays starten. Führe in dieser Runde einen Großangriff durch, um die Dinge zu klären.
Ah, okay, die ultimative Einheit hat alle SS meine Charaktere getriggert, weil normalerweise bräuchte ich ja auch Heldenenergie, dass sich die SS triggern. Wenn ich es, also im echten, also im Spielautomaten, im physisch ist es so, ich glaube, hier soll es auch so sein, logischerweise. Die ultimativen Einheiten, die verbrauchen Heldenenergie. In dem Fall waren es 3. Aber, oh, aber Superangriffe verbrauchen keine Heldenenergie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wow, sieht jetzt bei dem ab. Alle, wo haben die das gelernt? So einen guten GT, Alter, wie der aussieht. Der sieht geil aus. Oh mein Gott. Den haben die geil gemacht. Den haben die geil gemacht. Weil aber jetzt, wo ich das System so sehe, ist wahrscheinlich das Hero Colosseum aus Xenoverse auch von ihm inspiriert worden. So. Oh my yeah. Wie cool so ein Gohan aussieht. Keiner weiß. So ein Gohan sieht cool aus, finde ich. Super gemacht, du hast eine Mission abgeschlossen. Hier, wie versprochen, deine fürstliche Belohnung. Jetzt bitte gib mir Tickets. Ich will summon. Oh lol. Olle! Und der kann Effekt, ey, der dabbt auch noch. Oh mein Gott, Alter, wie, ich kann den einen Namen geben. Ich nenne ihn Dab Machine. Der kann dafür sorgen, dass sie quasi uns, unsere Charaktere boosten in gewissen Kämpfen. Durch, sei es jetzt diese Gegenstände zum Beispiel. Dab Machine, let's go. Ja. Dab Machine, yeah, der ist cool. Der ist cool. Jetzt kannst du im Kampf Module verwenden, richtig, Module. Module aktivieren im Kampf besonders mächtige Effekte. Es stehen massenweise verschiedene Effekte zur Auswahl. Versuche welche zu finden, die dir einen Vorteil im Kampf verschaffen. Spiele Missionen, um neue Kampfmodule zu erhalten. Versuche welche zu finden, die dir einen Vorteil im Kampf verschaffen. Genau, das habe ich mit dem Modul gemeint. Lass uns hier mal direkt hier dahin gehen, zum Story-Modus. Warte, die wollte die nicht kämpfen? Okay, ja. Lass erstmal hier gehen, bevor wir zu viel Zeit mit dem Deckerstellung suchen. Ja, genau, weil ich... Wir werden das sicher, das wird sicherlich noch kommen. Teil 1, mein packen erster Kampf haben wir erledigt. Jetzt sind wir, sorry, Kapitel immer noch 1, aber Teil 2, okay. Okay, sehr schön. Weil ich würde einfach gern cooler benutzen, ne? Und guck mal, da, das ist dann so geil. Da gibt's dann... Man kann so verschiedene Decks bauen, viele Strategien angehen. Da habe ich übel drauf gespannt, was so... Was ihr zumindest auch zum einen auch für Decks kreiert und so weiter und so fort, ne? Und ja, sowas werden wir dann auf jeden Fall auch zum Beispiel streamen. Genau, 1 Seiten zur Karte, es wird angezeigt, okay, was alles hier geht ab. 1 Seiten zu dem Kampf, Ultra-Abschluss, greife in allen Runden zuerst an und gewinne den Kampf. Okay, erziele mehr als so und so viele Punkte, ja, alles klar. Wow, sind wir in der Spielewelt? Yeah. Es ist realistischer als ich erwartet hatte. Hey, boah, was ist los? Ich sehe anders aus. Oh mein, yeah. Oh Mann, ich auch verrückt. Könnt ihr mich beide hören? Ja, laut und deutlich. Moment, wo bist du? Ich werde die Spielwelt diesmal nicht betreten. Ich werde mit Hilfe des Transmitters mit euch in Kontakt. Also gut, warum sehen wir jetzt anders aus? Das hat mir der Heldenwechsel bewirkt. Er verändert euer Aussehen in der Spielwelt. Dazu dient er also. Cool. Hey, gefällt es euch? Ja, ich fühle mich ganz anders. Freut mich, dass du... Also, was haltet ihr von der Spielewelt? Sie ist fast identisch mit der echten Welt. Dem schließe ich mich an, ich kann den Schmutz riechen und den Wind spüren. Wirklich so rest sollte es nicht sein. Okay, wenn du Zeit hast, darüber nachzudenken, kommst du wohl mit dem Helmwechsel besser zu euch, als ich dachte. Auf in den Kampf, let's go. Ja, Mann, stimmt, stimmt. Ja, hinterher waren sie auf Navi anordnen. Yeah, es sind zwei Groupies. Let's go, was geht? Na schön, also lass es uns heraus. Ich bin bereit, wenn du es bist. Und nichts für ungut, wenn du verlierst. Du kannst dir ganz schön Sprüche klopfen. Kämpferauswahl, genau. Okay, wir haben Sets für mich. Okay, annehmen. Bist du 7 Karten noch registrierbar? Hier, siehst du? Deckauswahl. Ja, war klar, dass mir ein Deck erscheinen kann. So, jetzt, guck mal, jetzt, komm mal ran, oh mein Gott. Ja, bestätigen. Danke. Bisschen länger gebraucht, als es
sollte, aber was soll's. Genau. Und hier können wir den Charakteren noch hier so diese Boosts geben hier. 1000 Kra. Ist wahrscheinlich Kraft, oder? Kraftboost, ja, ja. Okay, aber mit dem befaffen wir uns noch. Was ist los? Bidi. Befassen wir uns auf jeden Fall noch. Mit dem befassen wir uns doch, Freunde. Was war das gerade? Ich war einfach weg. Aber jetzt, oh mein Gott, gibt euch Golden Cooler. Was ist das? Derp Machine. Auserholung. Okay. Ja, fortfahren, let's go. Ab aufs Schlachtfeld, aber schnell. Kraftstufe des Gegners Teams halbieren. Auslaufen mit höchsten Kraft, bla bla. Okay, so alt. Oh mein Gott, warte mal. Ich werde den auch. Oh mein Gott. Ohne Wenn und Aber werde ich da richtig. Ich werde da richtig eskalieren. Golden Cooler, wie brutal der ist. Oh nein! Das muss ich auf jeden Fall noch üben. Keiner weiß. Also in Tutorials war es ja vorgegeben, ne? Logisch. Batz! Raus mit dir. Also ich könnte das auch skippen mit A-Button, so, falls ihr die Animation nicht sehen wollt, wenn es da erscheint. Oh, ich Idiot. Ich wollte das skippen, aber. Oh mein yeah. Jetzt greifen die an. Okay, wir deffen das. Die zwei Cooler haben nicht mehr so viel Ausdauer. Au! Ey, das gibt's doch nicht. Okay, Golden Cooler ist noch gut am Start. Den. Wieso hat Trunks. Ah, ich habe mit allen angegriffen. Ah, warte mal. Der braucht auch eine Erholung hier. Super Angriff, okay. Wow. Ah, der hat eine Verbindung, Trunks. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geil. Ja, siehst du? Exa! Was ist das? One-Shot! Was macht der? Hä? Was war das? Oh mein yeah. Super Angriff bereit. Sturmmodus. Oh! Was sieht jetzt ab? Was macht der Psycho? Goldene Supernova. Oh mein Gott, wie brutal. One Shot. Wie cool. Alle Golden Coolers, richtig geil. Richtig geil, auf jeden Fall. Nice. Mission abgeschlossen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Krank. Ha, unsere Punkte. Ultraabschluss. Nett. Opsa. Geil! Auf jeden Fall geil. Dann würde ich aber sagen, wir nähern uns langsam dem Schluss von diesem Part. Und dann machen wir auf jeden Fall das nächste Mal weiter. Oh, das gab's. Oh, Tickets! Was ist das da unten rechts? Normal Mighty Mask, Super Saiyan 2. Ah, wegen der Kartenerstellung. Okay, cool. Sehr schön. LR-Belohnung. Was? Kampfmodus. Kampfmodul erhalten. Ah, Kampfmodul, okay. Minus 20% auf Kraftstufe des gegnerischen Teams. Oh, krass, okay. Kampfmodul Teambonus Erfahrung plus eine Erfahrung. Okay. Ergebnis, Erfahrung erhalten. Stufenaufstieg, sehr schön, Stufe 2. Kraftstanz erhöht, sehr cool, sehr cool. Kameradschaft erhalten. Was? Ergebnis? Achso, ja, okay, wenn man mit den Charakteren spielt, dann. Okay. Wird die Kameradschaft erhöht von den Charakteren.
Ultimative Einheit, siehst du? Das ist meine ultimative Einheit gewesen. Okay. Du bist ziemlich gut, aber was sagst du dazu? Zu was? Was machst du, ey? Einfach in Real Life verkämpfen. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Aggressiv. Naja, Freunde, lasst uns für diese Part hier Schluss machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part hier wieder. Und dann gehen wir mal Notdappen. Bis dann, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.